Willkommen zum Podcast der Profifoto-Ausgabe 615. Das aktuelle Heft hat es mal wieder in sich. Unter anderem lesenswert das Interview mit Russell James, wobei auch die Fotos natürlich nicht schlecht sind. Weitere Bildstrecken kommen unter anderem von Thomas von Salomon, CPFB-Gewinner Kilian Müller und von Jürgen Nowotny, dessen Kamera-Selfies das Cover der Profifoto 615 zieren. Jemand, der ebenfalls auf unzähligen Titelseiten zu finden ist, ist John Travolta. Der wurde von Alexander Babitsch für eine weltweite Kampagne des Edeluhrenherstellers Breitling aufwendig in Szene gesetzt. Hier ein Blick hinter die Kulissen dieser Produktion. In der Rubrik Technik stellen wir unter anderem Produkte für den 4K-Workflow vor. Red ist mit der Epic Dragon X schon einen Schritt weiter und bietet die Option, Stills aus 6K zu generieren. Und im filmischen Bereich
ist nicht nur die hohe Auflösung Garant für eine ausgezeichnete Bildqualität. Auch kreative Optionen wie Slow Motion erweitern die filmerischen Möglichkeiten, wie dieses Testvideo der 300 Film Production Saalen zeigt. Viel Auflösung hilft ja auch viel, oder etwa nicht? Die Profi-Foto-Umfrage 615 beschäftigt sich mit der Frage, ob teures Profi-Equipment seinen Preis wert ist oder ob der kreative Profi vielleicht mit günstigeren Mitteln genauso weit kommt. Und da haben wir teilweise überraschende Antworten erhalten. Weniger überraschend ist das gute Testergebnis des neuen Nikon APS-C Spitzenmodells D7200. Im Vergleichstest verweist die Nikon sogar den bisherigen Testsieger, die Canon EOS 7D Mark II, auf die Plätze. Was im kreativen Bereich mit den Nikon SLRs so möglich ist, zeigt dieses Video über Urban Photography mit Ivan Eden. Coming up with stuff, stupid or not, is a big part of who I am. I used to skateboard when I was 14, 15, I just did not think about any other thing. It started off as an idea for a game. One day I was like, I'm gonna do it now. I ran it out on the printer at work. All the time, I'm kind of looking, you know, and suddenly while I'm doing something else, I'll be like, oh, that'd be a great spot for one. And then it's like a little bug in your head and I've got like, oh, I've got to do it, I've got to do it. The idea was that I would put them up, people would see it, work out what was supposed to happen. And the reason the hashtag's on the poster was that I wanted them to like tag it and then I would find them on Instagram. But I did that for a while and nobody got it. So I had to start doing it myself. I look at skateboard magazines and there's this kind of style of photography around that, I think. Thinking back to the things that got me into art in the first place, kind of figure drawing and being able to see, you know, what bodies can do, bodies framed against cities. And I think with a better camera, you know, you can basically nail it. The idea is all about accessibility. So being able to just connect the phone straight to the camera and then share it, that's really cool. If you're a creative person, you know, you want feedback. So the first day that I was kind of looking on Instagram and I saw someone who I'd never met
had gone, found the thing, taken a photograph of it, shared it with their friends, used my hashtag. I mean, that was it. That was as satisfying as it gets. Yeah. And you think about the volume of photos that are getting taken and shared, you know, photography's getting more important. If you give a technology like that to that many people, people are going to come up with different things. People are going to find their own ways of making their own statements, and the more of that, the better. Das war's auch schon wieder mit unserem Podcast zu Profifoto 615. Die kommende Profifoto, Ausgabe 7.8, erscheint dann am 24. Juni, dann auch wieder mit einem frischen Podcast. Bis dahin.